Zicke, ey. Oh. Vielleicht finde ich irgendwas, was ihn aufmuntert. Irgendwas. Hey, ich habe eine Idee, was ich mache. Pass mal auf. Oh, mir ist eine Fliege in den Mund geflogen. Oh, Basti, bist du wach? Basti? Ach, Balu, komm, verschwinde. Ach, komm schon. Hier hast du ein Bier. Bitteschön. Ich hab noch genug Bier. Da hast du ein bisschen mehr. Ach, Mann, Basti ist... Wegen dir werde ich noch nicht beleidigt. Basti. Ach, verdammt, komm, dann... Dann kriegst du halt dein Recht und wir gehen zum Urdrachen und reden mit ihm. Wegen der Rüstung? Wegen der Rüstung. Ja, dann los. Jetzt schon? Ja, warum nicht? Ich meine, du hast mich jetzt schon lange genug hingehalten. Und ich bin immer noch sauer, weil du nicht sofort... Ja, aber ich bin... Weißt du rennst hier in guter Rüstung rum... Und ich habe immer noch diese dreckige Rüstung hier und werde immer angemault, weil ich nicht so gut gerüstet bin. Oh, ich habe sie doch auch gerade mal einen Tag. Was? Die Rüstung, oder zwei, oder drei, oder vier, aber nicht viel länger. Hä, du hast die schon vor lange? Eine Woche. Sagen wir eine Woche, okay? Ja, also? Ja, gut, dann... Ja, ich richte mich nicht auf. Du bist ja mein Freund und ich will dich auch unterstützen und dann gehen wir halt zum Urlaub. Genau. Vielleicht ist irgendwo noch ein sterbender Drache. Und den beleben wir dann nicht wieder. Weil sonst hat er auch keine Schuppen mehr. Oh, weißt du was? Red mit dem scheiß Urdrachen alleine. Oh! Urdrachen, hast du das gehört? Hat die Scheiße genannt! Du, nein. Doch? Ja, also, das ist aber ein anderes Synonym in der Beziehung, Mann. Du kannst doch nicht die ganze Zeit von mir was wollen und dann... mich anmachen, dass ich immer noch diesen blöden Drachen habe, auf den ich aufpassen muss, nur weil ich ihn wiederbelebt habe. Könntest du mir mal nicht immer meine Fehler vorhalten? Komm jetzt bitte mit. So. Wir gehen jetzt beide da unten rein, Balui. Oh, du kommst sogar mal mit, ausnahmsweise. Ja, wow. Ja, ich komm mit. Jemand muss ja hier was machen. Okay, dann stell deine Frage. Ich hab ihn in der Hand. Okay, Urdrache. Schau Hallo, mal. Hallo, Basti. Hier, Balui hat eine wunderschöne rote Rüstung, die zu seinem Drachen passt. Und er hat sich ja auch verdient durch dich. Und jetzt frage ich mich, könnte ich vielleicht auch so eine Rüstung irgendwo herbekommen? Ich meine, eine, die zu Flöckchen passt, weil meine geht immer so schnell kaputt. Und diese Drachenrüstung, die ist ja schon was Wundervolles. Eine Rüstung zu bekommen, die passend zu Flöckchen ist, ist nahezu unmöglich. Was? Es gibt diese Drachen nur in einer weit, weit entfernten Welt. Du müsstest mindestens 10 Jahre mit deinem Drachen fliegen. Was? Um andersweise in die Nähe zu kommen. 10 Jahre? Dazu gibt es nicht mehr wirklich viele von deiner Rasse. 10 Jahre? Das ist übertrieben. Komm schon. Das ist doch ziemlich halt auch. Der veräppelt mich. Also, ich... Oh Mann. Nein, das ist kein Scherz. Ja, aber du... Moment. Lass mich ausreden. Oder ich lass dich... Nein, Moment. Lieber Urdrache, du hast gesagt, nahezu unmöglich. Das bedeutet nicht unmöglich. Nein, es gibt eine Möglichkeit. Ich kann ein Portal öffnen. Allerdings seid ihr in dieser Welt auf euch gestellt. Also da haben wir auch keinen Kontakt zu dir? Nein. Ich kann euch dort nicht helfen. Verdammt. Meine Macht ist zwar groß und reicht weit, aber nicht in eine andere Welt. Und gibt's eine Möglichkeit, aus dieser Welt wieder zurückzukommen? Das müsst ihr leider alleine herausfinden. Oh Mann, Balui, was sagst du dazu? Ist es das wert, Basti, für eine scheiß Rüstung? Soll ich wieder rumzicken? Du willst doch jetzt nicht rumzicken. Pass auf.
Also die Alternative wäre, keine Rüstung zu tragen oder in eine fremde Welt zu gehen und nicht zu wissen, ob man leben kann, stirbt Moment. Und wie man zurückkommt. Achtung, lieber Urdrache, ich meine, der Elfenkönig, der hat ja fast von der Prophezeiung gelabert und so weiter und so fort und hat gesagt, wir bekommen Rüstungsteile. 2 Stück haben wir es schon. Ich meine, die wurden ja früher oft geschmiedet, diese Drachenrüstungen. Gibt es in dieser Welt auch die anderen Teile? Diese Drachen. Was? Ich hab dich nicht verstanden. Der Kontakt, Kein zweites Mal. Ja, okay. Gibt's in dieser Welt vielleicht trotzdem Drachenrüstung? Für unsere Drachen? Drachenrüstung stammt. Also, ich verstehe dich ganz schlecht. Diese Rüstung entstammt dieser Welt. Ja, gibt's dann vielleicht noch die anderen Teile dort? Dort sitzen die Schmiede, die diese legendäre Rüstung erstellt haben. Oh, Balui, hast du das gehört? Dann haben wir einen Grund, dahin zu gehen. Naja, aber wir müssen da doch nicht hin, doch, wenn diese Teile auch in unserer Welt sind. Basti, verdammt. Ja, warte, Urdrache, können wir die Teile nicht auch hier in unserer Welt finden? Nein. Natürlich. Nein. Dafür wurdet ihr schließlich auf diese Reise geschickt. Aber da können wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir holen eine Rüstung für mich und die andere. Urdrache, wie gefährlich ist denn so die Welt? Und sind da Monster und so? Oder ist da alle friedlich? Diese Welt ist von einem Krieg zerrüttet. Toll, Basti. Wir gehen jetzt hin. Ich habe immer weniger Gründe, dahin zu wollen. Schau mal, Balui, ich sehe keine Eier in deiner Hose. Aber... Basti, verdammt! Wir gehen da jetzt hin! Urdrache, öffne das Portal! Ist es euer beider Wunsch? Nein, ist es nicht. Balui. Ist es nicht? Oh, Basti, weinst du jetzt etwa? Nein, ich werde jetzt kein Wort mehr mit dir reden. Urdrache, öffne das Scheißportal, bevor ich durchdrehe. Nun denn, wenn es euer beider Wunsch ist, so öffnet es sich nun. Das sieht aber gefährlich aus. Wo? Hä? Wo hat sich das Portal geöffnet? Wo denn? Hier, guck einfach auf den Boden, Mann! Oh mein Gott! Da will ich nicht rein, Basti. Hier müssen wir reinspringen. Das sieht aus wie Blut. Balui, komm, wir wagen das. Nein. Balui, ich sehe keine Eier. Au! Arsch. Balui, pass auf, hör zu. Falls das schief geht, hier unser letzter Trunk. Okay? Ich hoffe, der Baum des Lebens wirkt da hinten. Und ehrlich. Ich spring zuerst, weil es mein Wunsch war, mein größter. Okay, 3, 2, 1. Wow! Ah! Oh Gott, Balui, wo sind wir hier gelandet? Was zum alles? Oh Gott! Nein. Balui! Zum. Balui, wo sind wir hier? Weiß es nicht. Was war Balui? Das? Was ist hier los? Was ist. Wir sind in das Portal vom Urdrachen gesprungen und wir sind hier rausgekommen und ist alles kaputt. Und es ist hier alles so anders. Was ist das hier für... Nein, Balui, wir sind in dieser Welt. Wir haben es geschafft. Das ist die Welt, die der Urdrache genannt hat. Das ist die Welt, in die ich wollte wegen meiner Rüstung. Aber der Weg zurück scheint versperrt. Balui. Urdrache? Scheiße. Sind wir alleine? Oh Mann. Boah, lass uns das mal hier angucken, was das denn hier ist. Aber Balui, wenn wir keinen Weg zurück haben. Es explodiert der Weg. Wir müssen das reparieren irgendwie oder einen anderen Weg finden, Balui. Scheiße. Oh nein. Wir müssen doch irgendwie zurückkommen. Also, ich meine, wir müssen erstmal unsere Dinge hier tun, die wir tun wollen, aber wir müssen auch noch zurückkommen. Ja, das ist gerade meine größere Sorge. Ich meine,
Ich meine, der Odra hat uns ja davor gewarnt, ne? Okay. Ist ja jetzt nicht so, als wenn er nicht gesagt hätte, dass das auch nach hinten losgehen kann. Lass uns hier mal ein bisschen umschauen. Pass auf, ich kletter mal auf so ein Ding da. Sag mir, du hast bestimmt vergessen, den Teleport-Stick mitzunehmen, oder? Ja. Oh. Und meiner? Ist der? Ach. Ja, der hält zum Glück noch. Oh Gott. Aber das hilft ja nicht. Ich seh hier ein Meer. Warte, wo? Ich komm zu dir. Aber warte. Ansonsten hier weit und breit überall Lava und diese komischen Stacheln, die hier rausragen. Und zieh dir mal dieses Portal an. Oh, wir haben eine Statue beschädigt, Baloui. Oh. Was ist das hier? Was ist das für ein Zeichen, Baloui? Wo? Da oben. Ja, was da eingraviert ist. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Aber anscheinend sind wir jetzt in einer sehr gefährlichen Welt. Aber hier ist auch kein Mensch. Na, überhaupt nicht. Wasser und... Warte, boah, meinst du, wir sollten mal mit unseren Drachen hier rumfliegen? Warte mal. So. Doch ein Stab mit! Nein, das sind die Enderperlen, die ich aus dem Magierturm habe. Mann, lass uns mal hier umgucken, weil vielleicht finden wir hier irgendjemanden, der uns weiterhelfen kann, aber der Ort ist schon irgendwie wie ausgestorben, Baloui. Ja. Schau mal, hier geht's zum Meer. Sag mal. Nur mehr, sonst nichts. Nein, sonst überhaupt nichts. Oh, verdammt. Wir brauchen irgendjemanden, der uns hilft, hier uns zurechtzufinden. Ich meine, der Udra hat nur gesagt, wir sollen halt... Ja, was hat er gesagt? Wir sollen halt... Er hat uns nicht gesagt, wo genau wir hin müssen. Er sagte nur in dieser Welt, aber wo? Mann, dass es hier keinen gibt, der uns weiterhelfen kann. Vielleicht finden wir noch jemanden. Also ich bin noch nicht einmal rum gewesen. Ich war zum Beispiel noch nicht hinterm Portal. Ich gehe da jetzt mal rum. Ja, ich komme mit, Baloui. Wieso ist das kaputt gegangen? Wasser. Wurde es nicht mehr benutzt? War das... Oder hat uns der Urdrache eine Falle gestellt? Ich befürchte eher, dass dieses Portal nicht darauf ausgelegt ist, Leute aus unserer Welt hier rüber zu holen. Meinst du eher Leute von hier in die andere Welt? Ja, oder vielleicht... Naja, vielleicht verbindet dieses Tor eigentlich andere Welten miteinander, aber nicht unsere. Weißt du, was ich meine? Okay. Mann. Sieh dir das nur an. Hier überall Wasser. Was gehört? Nein. Das hat gequietscht. Ich hab nichts gehört, Baloui. Aber ich! Wo? Ich bin doch nicht so allein. Ich kann's dir nicht sagen. Baloui, ich glaub... Warte mal, ich hab eine Spitzhacke dabei. Komm mal. Lass uns hier kurz reingehen. So. Oh, ich hab's auch quietschen hören. Ja, ne? So. Anscheinend gibt es doch Leben hier. Ja, was ist das hier für eine Welt? Und wo finden wir die Rüstung? Hast doch keine anderen Sorgen, hat deine blöde Rüstung. Gute Nacht. Ja, jetzt haben wir den Salat. Wir kriegen das hin.